Eine der spannendsten Thematiken ist ja immer noch das Vernichten von Kaido. Und ich habe dazu schon einige Videos gemacht. Dennoch kann man Kaido nicht vergleichen mit einem Doflamingo oder einem Crocodile, die auch natürlich übermächtig waren und als Antagonistin im Arc da waren. Aber Kaido ist ein komplett anderes Level überhaupt. Natürlich, jeder Antagonist, der kommt, ist mehr oder weniger ein oder zwei Stufen stärker als der vorherige. Aber der Sprung, sag ich mal, von Doflamingo zu Katakuri war schon hoch und von Katakuri zu Kaido ist er nochmal um Weiten größer. Und da in den letzten Wochen, / Monaten, neue Ideen bzw. neue Möglichkeiten aufgetaucht sind, wie man jetzt letztendlich Kaido besiegen kann, habe ich mir gedacht, muss ich einfach nochmal ein Reboot von diesem Videothema machen und deswegen heute alle realistischen und auch einige unrealistische Optionen, wie man Kaido letztendlich besiegen kann. Weil eins ist sicher, er muss jetzt besiegt werden, nach dem Wano Kuni Arc, weil abhauen ist nicht mehr. Und deswegen, nach dem Intro, geht's los. One Piece Theoretiker, One Piece Theorien und mehr. Und ich würde sagen, lasst uns mal über das One Piece Typischste reden. So, dass einfach Ruffy als Protagonist in dem Arc den Hauptantagonist, weil in dem Arc gibt es viele Antagonisten, und zwar Kaido besiegt. Ganz normal, klassisch, wie wir es kennen. Ruffy muss wieder über sich hinauswachsen, muss an seine Grenze gehen, diese Grenze durchbrechen, stärker werden und dadurch dann den Hauptbösewicht sozusagen besiegen. Das wäre One Piece typisch, das wäre Shonen typisch und es wäre auch nicht verwerflich, wenn das Ganze so aufgebaut wird, auch wenn es natürlich zurzeit noch total unrealistisch ist, weil Kaido ist einfach ein Kaiser, eine Bestie, die stärkste Kreatur überhaupt in der One Piece Welt, das wurde öfter gesagt und wurde als unsterblich eingeführt. So, und dazu haben wir noch den Unterschied. Wir haben schon oft gesehen, dass Ruffy am Anfang gegen den Antagonist kämpft. Ob es jetzt Enel sei, wo er runtergefallen ist, ob es Crocodile sei, gegen den er zweimal verloren hat, oder eigentlich gegen so gut wie jeden Antagonist hat er erstmal verloren. War es bei Kaido auch der Fall, aber diesmal war es wirklich Ruffys komplette Kraft gegen Kaido und es hat Kaido einfach nichts ausgemacht und Kaido hat mit einem Schlag Ruffy bewusstlos geschlagen und Ruffy war nicht an seiner Grenze oder sonstiges. Er war frisch regeneriert. Also so einen Kräfteunterschied haben wir noch nie gesehen und deswegen ist es halt schwierig, diesmal wie diese 0815 One Piece Schablone in dem Arc anzusetzen, sozusagen, dass Ruffy über sich hinauswächst, stärker wird. Das ist diesmal wirklich ziemlich schwer, das für uns glaubwürdig zu machen, dass es wirklich so möglich ist. Dennoch muss man sagen, dass Rüstungshaki, so wie es jetzt gerade eingeführt ist, wohl der Schlüssel ist schlechthin gegen Kaido. Und das hat man auch gemerkt, dass Ruffy einfach nicht durchgekommen ist mit seinen Schlägen und ihn nicht mal schaden konnte. Aus dem Grund nun mal, weil sein Rüstungshaki so schwach war. Und das könnte eventuell sogar der Schlüssel sein, wie er es schafft, Kaido zu verletzen. Denn ich bin ganz ehrlich, ich glaube, sein Vorhandungshaki ist dem von Kaido ebenbürtig, wenn nicht sogar noch krasser, weil meiner Meinung nach ist Kaido auch nicht unbedingt jemand, der so viel Fokus auf Vorhandungshaki legt. Natürlich wird er trotzdem Vorhandungshaki beherrschen und das wohl auch noch mit eines der krassesten haben, aber ich denke, Ruffy ist ihm schon da ebenbürtig. Deswegen kommt es letztendlich nur darauf an, Schaden zu machen, weil die Geschwindigkeit hat Ruffy und das Vorhandungshaki, um mitzuhalten. Natürlich haben wir von Kaido auch noch lange nicht irgendwie ansatzweise sein Limit gesehen, beziehungsweise irgendwie, dass er mal ernst macht. Aber die erste Möglichkeit und auch die, sag ich mal, für One Piece typischste Möglichkeit wäre halt, dass Ruffy jetzt das Rüstungshaki trainiert, was auch gerade jetzt aktuell im letzten Chapter haben wir es gesehen, im Udon-Gefängnis macht mit Opa Hugh. Wir haben ja schon gesehen, dass er jetzt langsam dieses Rüstungshaki-Aura-mäßige beherrscht, was ja auch Goken heißt, wo er Gegner schon verletzen kann, wenn diese nur diese Aura betreten, die um seine Hand oder seinen Körper allgemein gehen. Und wenn er das trainiert und vielleicht perfektioniert, so dass er auch wie Sentomaru oder Rayleigh diesen Rüstungshaki-Blitz schießen kann und dann damit, wie auch Snakeman zum Beispiel, eine Gear-4-Form hat, also irgendeine Gear-4-Form, die dann auf das Goken-Haki, auf das erweiterte Rüstungshaki spezialisiert ist, dass er damit vielleicht Kaido verletzen kann und durch die schier unmögliche Verteidigung von Kaido überhaupt irgendwie durchkommt. Natürlich, selbst dann, finde ich, ist das noch extreme Spekulation ohne Hand und Fuß, weil es einfach immer noch Welten eigentlich zwischen den beiden sind, weil allein Königshaki-technisch wird Kaido auch nochmal auf einem komplett anderen Niveau sein. Fakt ist, Ruffy muss auf jeden Fall dieses Goken-Rüstungshaki jetzt beherrschen in den letzten verbleibenden Tagen, um überhaupt Schaden anzurichten gegen Kaido. Dann ist immer noch die Frage, wenn er es gerade beherrscht und die Technik erst immer noch in Kinderschuhen steckt, ob er dann trotzdem gegen ihn ankommt. Die zweite komplett neue Option, die jetzt aufgekommen ist, mehr oder weniger, um Kaido zu töten bzw. zu verletzen, ist eine Option, die Zorro betrifft. Und zwar das Schwert Enma, was er ja bekommen soll, was er ja im Austausch gegen das Shusui nimmt. Also im Austausch gegen den Nationalschatz von Wano Kuni, den Schatz, das Schwert letztendlich, was er von Ryuma bekommen hat. Und im Austausch dessen soll er halt das Enma bekommen. Das Enma ist ein legendäres Schwert, was der Vater von Momonosuke hatte, Oden. Und mit diesem Schwert hat er Kaido seine Narbe verpasst. Also mit diesem Schwert und mit den Schwerttechniken, mit der Kraft, mit dem Haki von Oden, war es ihm möglich, Kaido zu verletzen, der ach so unbesiegbaren Bestie, eine Narbe zu verpassen. Und zwar, diese Narbe ist so tief und so groß, die wird ihn auf jeden Fall verletzt haben und er wird richtig geblutet haben und am Boden gewesen sein. Also das ist schon mal klar, das wird er nicht so weggesteckt haben. Wenn man den Ausmaß dieser Narbe mal anguckt und ihn vergleicht mit anderen Verletzungen in One Piece, ist das schon ziemlich krass, im Vergleich, wie andere Charaktere darauf reagiert haben. Also es ist möglich, Kaido zu verletzen, was ja immer noch überhaupt allgemein so im Raum stand. Ist Kaido jetzt wirklich unverwundbar? Wurde er unbesiegbar gemacht von dem vorherigen
einzigen Nutzer der OP-Openomie, also der Teufelsfrucht von Law, und kann man ihn vielleicht gar nicht verletzen? Ist das wirklich unmöglich? Aber nein, es ist dem nicht so, Leute. Wir haben es jetzt schwarz auf weiß, wir haben den Beweis, man kann ihn verletzen und er wurde verletzt, und zwar mit dem Schwert Enma. Und ich bin ganz ehrlich, wenn Zoro das Schwert kriegt und dann vielleicht noch das Haki stabilisiert, und da sind so krasse Schwertkämpfer auf Wano Kuni, es sind so heftige Samurais dort, bei denen er noch lernen kann. Und er kann vielleicht ja in den Tagen sogar noch einen krassen Gegner haben, wo er sein Haki noch weiter trainieren kann und ausbauen kann, was ja wieso der Schlüssel ist, um überhaupt stärker zu werden in One Piece. Man muss Techniken beherrschen und diese Technik dann gegen starke Haki-Nutzer anwenden, um diese Techniken bzw. das Haki allgemein zu erweitern, um stärker zu werden. Für mich kommt da eigentlich nur einer in Frage bei Zoro, und zwar dieser Kyoshiro, dieser Typ, gegen den er schon einmal einen kurzen Schlagaustausch hatte. Und es sah so aus, dass dieser Kyoshiro Zoro sogar überlegen war. Deswegen ist eigentlich dieser Kyoshiro, der ja auch bei Orochi, also dem Shogun ist, der perfekte Trainingspartner bzw. der perfekte Gegner für Zoro in diesem Arc, um eventuell das Haki und an das Level zu kommen, um ein Kaido überhaupt zu verletzen. Weil die Waffe hat er dann letztendlich, beziehungsweise noch hat er sie nicht. Denn es sieht so aus, dass Enma das Schwert, das Legendäre, was er im Austausch kriegen soll, bei Orochi ist, dem Shogun, dem Oberhaupt von Wano Kuni, der ja bewacht wird von diesem Kyoshiro. Deswegen macht es Sinn, erstmal gegen diesen Kyoshiro zu kämpfen, und dann Orochi ist eigentlich kein Gegner. So wie er aussieht, ist er nicht ernst zu nehmen. Und deswegen kann man sich schon gut vorstellen, dass Kyoshiro das Hindernis ist jetzt letztendlich noch bis zum Schwert Enma. Und wenn er dann Enma hat, hat er den Schlüssel und letztendlich auch den Skill, den er gegen Kyoshiro bekommen hat, Kaido zu verletzen. Und dann kann ich mir vorstellen, und es ist auch ziemlich realistisch, auch schreibtechnisch, so wie Oda eine Geschichte schreiben würde, und das macht einfach so Sinn, dass es eingeführt wurde, dass das legendäre Schwert, was Kaido einst verletzt hat, hier kriegst du es. Und dann macht es Sinn, dass Oda das auch so zeichnet und so aufbaut, dass Kaido gegenüber Zoro steht und auch das Schwert erkennt und ein bisschen vielleicht sogar, ich will nicht sagen Angst hat, aber Respekt ihm gegenüber zollt, dass er das Schwert hat und auch ein krasser Schwertkämpfer ist, und dass man dann einmal so einen Moment hat. Aber ich glaube nicht, um ehrlich zu sein, dass Zoro derjenige ist, der jetzt Kaido besiegt. Was ja immer noch viele glauben, dass Ruffy Big Mom kriegt und Zoro kriegt Kaido. Es wäre natürlich cool, wenn Zoro auch mal einen Kaiser besiegt, beziehungsweise allgemein von den ganzen 4 Kaisern, dass Zoro da einen abkriegt, so. Das wäre einfach geil. Dennoch muss man sagen, der stärkste Gegner den ganzen Arc ist einfach Kaido, und den kriegt ja meistens eh Ruffy. Dennoch haben wir noch ein paar weitere Optionen, wie Kaido eventuell besiegt werden könnte, die aber auch mit den anderen sozusagen Hand in Hand übergehen. Darf man Kid auch nicht vergessen, der auch Kaidos Kopf will. Und eventuell könnte es ein Kopf-an-Kopf-Rennen geben zwischen Kid und Ruffy, wie sie beide im Tag-Team versuchen, Kaido zu besiegen, beide gegen ihn kämpfen. Und es steht natürlich noch in den Sternen, wer sich noch den beiden anschließt, so im Kampf gegen Kaido. Es könnte auch sein, dass Zoro noch mitmacht, dass sie alle Tag-Team-mäßig zusammen versuchen, Kaido zu besiegen. Ganz ehrlich, es wäre nicht so geil, das wäre ein bisschen lame auf der einen Seite. Auf der anderen Seite wäre es aber auch in Ordnung, weil, wie gesagt, Kaido ist die stärkste Kreatur überhaupt. Und wenn Ruffy jetzt schon ihn im 1-gegen-1-Kampf übertrifft, stärker als er ist, Leute, ganz ehrlich, was soll dann noch kommen? Natürlich, Blackbeard ist auch noch krass und so, aber meiner Meinung nach ist ein Kaido sogar stärker als ein Akainu oder allgemein Weeble. Und man kann ja da fast keinen Gegner mehr sozusagen, gegen den Ruffy kämpfen müsste, ernst nehmen, weil man weiß, Ruffy hat die stärkste Kreatur überhaupt besiegt. Und deswegen wäre es auch irgendwie in Ordnung, wenn Ruffy mit der einen oder anderen Hilfe, mit dem vielleicht zum zeitlich begrenzten Buff, sowas wie Nightmare Ruffy, was ja auch immer noch im Raum steht. Alle sagen ja, Gecko Moria kommt vielleicht auf Wano und macht dann auch, weil er auch einen Groll gegen Kaido hegt, weil er damals seine Crew erledigt hat, dass er sozusagen auch mit Schatten Ruffy wieder unterstützt, und auch von starken Samurai-Kämpfern wird Ruffy dann mit Schatten ausgerüstet sozusagen, dass er nicht 100 Schatten wie letztes Mal, sondern vielleicht 1000 diesmal aufnehmen kann, weil er noch krasser geworden ist. Dann sind da vielleicht ein oder andere krasse Schwertkämpfer dabei, vielleicht sogar der Schatten von Zorro und den Schatten von allen möglichen krassen Leuten, sozusagen die vereinte Kraft gebündelt auf Ruffy, dass die gegen Kaido dann kämpfen, und dann wäre ein Sieg auch richtig episch, wenn man sozusagen die Kräfte von einzelnen Leuten bündeln kann auf Ruffy, so ein bisschen den Dragon Ball Genki Dama Move, so, dass die Energie von allen Leuten zusammenfließt und dann den Gegner vernichtet, so. Wo wurde es ja bei Dragon Ball auch öfter gelöst, und es war auch cool, und es war trotzdem Son Goku letztendlich. Also, ich könnte es verkraften, wenn es so ist, und es wäre cool, wenn dann, sagen wir, Ruffy mit dem Schwertskill von Zoro letztendlich und noch anderen starken Leuten ausgerüstet ist und dann mit dem Enma vielleicht sogar, also mit dem Schwert, was Kaido schon mal verletzt hat, dann vielleicht sogar Kaido tötet, weil dann kann Ruffy letztendlich auch zum Schwertkämpfer werden, dann kann er auch richtig mit dem Schwert umgehen. Und ich glaube, dass das Ganze mit dem Anfang, mit dem Kitetsu der zweiten Generation, was Ruffy sich ja von Hitetsu Tenguyama genommen hat, dass das vielleicht schon daraufhin ein Foreshadowing sein kann, dass Ruffy wirklich am Ende mit einem Schwert kämpft in dem Arc, weil es auch ein Samurai-Arc ist, weil es auch einfach cool wäre vom Design, vom Setting, dass Ruffy nicht nur mit Fäusten kämpft, sondern dann auch mal vielleicht zum Schwert greift. Und wenn er nun mal den Skill in Form des Schattens transferiert kriegt von Zoro oder von anderen Samurais, dann wäre das einfach so geil anzusehen. Das wäre so ein geiler Moment. Und ganz ehrlich, ich wäre auch nicht enttäuscht, wenn dann Kaido besiegt wird, weil letztendlich wissen wir dann im Nachhinein, Ruffy hätte aus eigener Kraft Kaido nicht besiegt, aber es wäre ja auch nicht schlimm, weil es muss ja noch Luft nach oben sein. Wenn er gleich die stärkste Kreatur besiegt, wäre es halt ein bisschen weird. Aber trotzdem abschließend zu dieser Theorie, dass Ruffy jetzt Schatten kriegt und so, was ja auch schon
ewig im Raum ist, weil, wie gesagt, das wurde ja damals angeteased, dass Moria verloren hat gegen Kaido und auch noch eigentlich einen Groll gegen ihn hegt. Es ist trotzdem unrealistisch, weil wir haben Moria gesehen nach dem zweiten Akt, nachdem Ruffy gegen Kaido verloren hat. Und dort war er nämlich bei Blackbeard und ja, es sieht so aus, als hätte er sich jetzt Blackbeard angeschlossen oder ist geflohen und wird dann eh getötet von Blackbeard, weil, ganz ehrlich, sie wollen seine Frucht und es gibt eigentlich kein Szenario, was in meinem Kopf so logisch ist, dass Moria da entkommt und danach wahnsinnig sich aufmacht. Deswegen ist das noch ein bisschen unrealistisch. Vielleicht kriegen wir aber diesen Storystrang letztendlich weitererzählt nach dem zweiten Akt, der höchstwahrscheinlich jetzt in der nächsten Zeit kommen wird, wenn wir einen Schwenker kriegen, wieder nach dem zweiten Akt. Ich bin gespannt. Das sind für mich aber so die plausibelsten Sachen, also Zorro, Enma, Ruffy einfach klassisch One Piece mäßig über sich hinauswachsen oder eine Fusion Tag Team mäßig aus allem oder letztendlich Ruffy kriegt die Schatten. Sowas in der Art kann ich mir vorstellen als, ja, die Option, wie man Kaido besiegt. Es könnte natürlich noch sein, dass irgendwie Big Mom letztendlich auch einen Verrat gegen Kaido plant und dann letztendlich die beiden sich gegenseitig ausschalten. Das wäre natürlich das Beste schlechthin für den Plan, aber es wäre halt nicht cool für One Piece so und deswegen müsste es eigentlich einen Kampf geben. Die Frage ist halt, wie wird das Ganze ablaufen? Schreibt eure Theorie in die Kommentare und wer weiß, vielleicht gibt es ja schon in naher Zukunft, in ein, zwei Monaten nach dem Video, ein Update-Video mit neuen Optionen, weil wir wissen halt nicht, wie der Wano Kuni Arc sich entwickelt. Zurzeit sieht es so aus, dass diese Optionen am wahrscheinlichsten sind. Schreibt eure in die Kommentare. Ich bin damit raus. Ciao, tschüss, euer Theo.